Die Kolonie Friesland bemüht sich seit den 60er Jahren darum, den umliegenden Ortschaften durch verschiedene Projekte zu helfen. Ziel ist es, mit Hilfe von Technikern Beratung im Bereich der Landwirtschaft zu stellen, Kredite zu geben, eine gemeinsame Vermarktung anzustreben, medizinische Betreuung anzubieten und das Bildungsniveau zu verbessern, um somit ihren Lebensstandard zu erhöhen. Im Rahmen des Programmes COVESAP 3 wurde am 7. Februar 2009 die Kooperative Carolina gegründet. Diese Gründung im Bereich der Selbstverwaltung war das Ergebnis eines mühsamen Prozesses der Aus- und Weiterbildung im Genossenschaftswesen. Die Kooperative Carolina ist ein wichtiger Wirtschaftsmotor im Distrikt von Itacurubí del Rosario. Sie generiert Kapitalfluss und die Produktion der Mitglieder wird durch diese Genossenschaft gemeinsam vermarktet. Die wichtigsten Arbeitszweige der Kooperative Carolina ist der Anbau von Sesam, die Milchproduktion und die Vergabe von Darlehen an ihre Mitglieder für verschiedene Projekte. Die Mitglieder identifizieren sich zunehmend mit dieser Institution.